Hallo? Hallo? Hallo, Magua? Hallo? Okay. Ja, es geht weiter. Ich bin gerade super glücklich, weil meine Viewerzahlen steigen ziemlich. Das freut mich natürlich und meine Abonnentenzahlen steigen auch ziemlich. Das liegt vermutlich an dem Projekt Red Orchestra, weswegen das ja wohl nur wenige sehen werden. Die treuesten oder die dümmsten, je nachdem. Vielleicht verklicken sich ja auch alle Leute, wenn sie auf Red Reaction Guerilla klicken. Nein, ich vermute das aber nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die treuesten und die liebsten. Dann fahren... Wieso sage ich schon jetzt ich weiß doch genau, was ich tun will. Ich will diese... Oder diese... Näher diese Mission. Das ist eine Fahrmission. Man muss sich ein Auto transportieren. Die mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber ich muss trotzdem dann muss sein. Juhu! Das ist dieses Wagenkippen-Video. Ups, zweiter Knopf. Okay. Aufi. Wir bringen das hier zu Ende. Auf die Arme oder die Leiche. Transporter, fahren Sie das Fahrzeug innerhalb des Zeitlimits zum angegebenen Unterschlupf. Halten Sie nach dem GDF-Ausschau. Sam, ich habe gerade eins dieser Fahrzeuge gefunden, die du suchst. Lass hierher. Ich sende dir die Koordinaten. Oh Mann, ich will immer mit M. Okay, gut, ich dachte schon, ich müsste nach hier nach Parker zurück. Das gibt es nämlich auch, dass manche die Sporte aus den neuen Gebieten zurück nach Parker führen. Aber zum Glück. Ganz zum Glück geht die Hauptstraße nicht so, sondern es gehen auch Straßen so und so und so und so und so und so. Also die Wege zwischen den Gebieten sind am Ende doch immer noch recht kurz. Und jetzt will ich mal gucken, ob... Nee, IDF ist nicht hinter mir. Also ich hatte ja auch schon längst abgeschüttet. Was ist das denn für eine schwachsinnige IDF? Früher haben die mich nie losgelassen. Früher haben die mich noch hier mit Helikoptern und Panzern verfolgt. Na gut, nicht mit Panzern, aber mit den kleinen Aufklärer-Trucks. Das ging aber schnell. Danke für die Hilfe, Mason. Ja. Brotzeit, Bestzeit. Brotzeit, 45 Sekunden. Wie soll man das in 45 Sekunden schaffen? Das ist aber nicht schlecht, die Geschwindigkeit. In Parker haben Guerillakämpfer heute eine Ladung mit Verfolgungssignalen zerstört. Dieser Verlust macht den Sektor gegen Marauder-Angriffe verwundbar. General Ach, Ross unsere Erfolge als schlechtes hinstellen. Der Red Faction Arbeitereinheiten in das infiltriert haben. Ein Anstieg von Gewalt und Sachbeschädigungen droht jetzt die Region zu destabilisieren. Einwohner sind angehalten, Versammlungen, Demonstrationen und andere Zusammenkünfte zu meiden. Nach dem Verbot Ich war das nicht. Dem auch zahlreiche Soldaten und Zivilisten Truppen sind unterwegs vom Außenposten in den Badlands zum Artilleriestützpunkt. Wir müssen diesen Konvoi aufhalten. Sind in Dust angekommen. Wir ziehen die schießt mit einer Schrotflinte und die andere mit einem Sturmgewehr. Ich hoffe mal, die Schrot... Ah! Ist ja die Schrotflinte doch getroffen. Hey! Gut, das war das, was ich eigentlich erreichen wollte. So. Ich habe über 400 Barshot, sagen wir einmal. Annäherungsminen. Okay. Person zu...
Personensuche brauche ich nicht, wie gesagt. Bindet diese die feindliche die Verletten auf der Minikarte. Ja, aber wieso denn? Ich glaube, ich hole über den Zermalmer. Der ist ja ziemlich cool. Diese Klingen werden der IDF Albträume bescheren. Oha, das ist wohl das nächste, was ich mir hole. Schnellerer Zermalmer. Also ich rüste mal den Zermalmer auf. Das habe ich im letzten Spiel, also beim letzten Mal Spiel nicht gemacht. Daher ist es jetzt wohl an der Zeit, oder? Ist das Sendersystem der Stimme des Mars? Ein Service der Earth Defense Force. Ich habe sie angesprungen, weswegen sie jetzt vom Geschütz geht. Was für eine konsequente KI. Ich meine, oh mein Gott, die IDF greift man. Keiner ist am Geschütz. Wieso sollte einer hier rangehen? Na gut, hier geht's ja manchmal ans Geschütz. Verdammt. Das ist so geil, wie man hier fahren kann. Man hat auch wirklich das Gefühl, dass es hier eine verringerte Schwerkraft gibt, wobei ich nicht ganz sie so verringert finde. Ich glaube, sie ist immer noch ein bisschen sehr erdähnlich. So, wir haben noch 4 Kontrolle. Anstatt dass ich jetzt mein Leben daran waste, irgendein Gebäude einzureißen, mache ich lieber die Guerilla-Mission. Die machen mehr Spaß, weil man weniger Widerstand hat. Und vor allen Dingen bessere Vorbereitung. Oder ich zerstöre einfach nur ein paar Windkraftanlagen. Das ist doch auch nicht schlecht. Gut, ich gebe es auf, dieser Bug ist eindeutig zu schwach, um eine Windkraftanlage zu zerstören. Ach Moment, ach Gott, ich habe die ganze Zeit versucht mit der Maus zu steuern. Kommt aus welchem Spiel war das? Wo man durch Blickrichtung steuert. Ach Gott, das fällt mir nicht ein. Also wo man dann steuert, indem man in die Richtung guckt und dann bringt der Wagen in die Richtung. Moment, das war mir fällt es gleich ein, Wir werden ihn nicht erlauben zu fliehen. Jetzt weiß ich es wieder in Borderlands. Bitte gehen Sie zurück, guten Tag, Geschäft. Okay. Da, ich kann mit einem Buggy das Ding nicht umfahren, aber jetzt hier. Boom, ein Schlag weg. Dieses Auto ist viel besser für das Guy. Sind sie mit der Schrotflinte auch nicht? Ja gut, jetzt mache ich die Guerilla-Mission. Windpark noch einen Wachturm gebaut. Er scheint schlecht bewacht zu sein. Hilfst du uns, ihn abzureißen? Natürlich. Meine lieben Guerilla-Kämpfer doch alles. Jetzt steigt ein, ihr Mammon! Bist du bereit, Mason? Oho. Oho. Hör auf, mich da hinten zu befingern. Auf die Drohne müssen wir uns denn einrichten? Wirklich? So, abreisen. Ein schlecht bewachten Turm. Welcher könnte es wohl sein? Hey, das ist doch kein Turm. Was soll ich denn hin?
Oh, das ist eine Walker. Nee, das ist der Turm, oder? Nee, das ist auch ein Turm, aber das ist nicht der Turm, den wir suchen. Oh, Moment, da habe ich gerade was gesehen. Brooks, du bleibst bei mir. Das ist etwas Besonderes. Ich kann nicht glauben, dass wir gewonnen haben. Jetzt, da die IDF hier ist, wird alles gut. Ich war so froh, die Landungsschiffe zu sehen. Und Parker, Mann, der Typ ist irre. Erste Red Faction! Also, das ist aus der ersten Red Faction. Vergangenheitsbewältigung. Sammeln Sie versteckte Funkmarkierungen ein und Bomben aus der Uralter Ehre zu finden. M-O-A-B, ja, heißt entweder Mother of All Bombs oder Master of All Bombs. Ich würde sagen, Mother of All Bombs ist da vorzuziehen. Aber das kann sich ja jeder selber aussuchen. Ich weiß, ich habe sie selber noch nie benutzt, kam noch nie dazu. Raus hier! Was ist denn raus da? Ich hätte es dann aber gar nicht mitgenommen. Ja. Ja. Was zur Hölle? Du warst tot. Oh, du bist auch tot. Pausiert? Ich hätte auch gar nicht pausiert. Schaff mir die Passgabe vom Hals! Wird gemacht! Ich mach ihn fertig! Ich will nicht wissen, warum das Gebäude gerade einstürzt. Ich will aber mal nach ganz oben, bevor sie es einreißen. Vielleicht auch während sie es einreißen. Reiße ihn überhaupt nicht richtig wieder, oder was? Ja, diese Vorratskisten enthalten... Was soll ein Bars... soll es einen verwundern? Barschrott. Oder was anderes erwartet? Ja, Waffen! Ganz ehrlich, ihr Vorratskisten, Barschrott. Was essen diese Jungs? Was ist Alec? Also... Wow. Sehr schön, dass auf der anderen Seite ein Fass war, von dem ich wusste. Es war Absicht, ich wollte ihn nicht sprengen. Hey, komm schon, treff den doch mal. Oh, das war... Das war tragend. Tragisch! Oh, cool. Soll ich noch den Barschrott hier einsammeln? Ja, das ist wohl nichts mehr da. Naja, die Leiter kommt immer noch nicht zum Glück. Die Physik ist mal echt eine geile. Eine Leiter, die bereits still am Boden liegt, richtet sich noch einmal auf, um dann in die eine Richtung umzukippen.
Haha. Gut getroffen. So. Auch wenn es noch überhaupt nicht fertig ist. Das hätte das Ding eigentlich einreißen sollen. Gibt es eventuell ja die Waffe? Ich brauche hier den Barshot. Ah, jetzt habe ich glaube ich genug, um den schnellen Zermalmer mir zu holen. Der sah auch nicht schlecht aus. Boah! Der war mal. Woher kommst du jetzt? Alter, das hier ist Kriegsgebiet. Und Abrissfirmen-Auftragsgebiet. Komische Wörter. Wow. Keine Sorge, ich bin auch noch da. Jetzt machst du mir Angst. Alter, jetzt wo du da bist. Ich verbiss mich. Also die IDF darf sich mit ihrem Eingriff auf das gerne noch etwas Zeit lassen. Ich hole mir jetzt nämlich Barshot. Guck mal, dieser Wagen muss den Mist nur streifen und macht die Tür komplett. Oh oh. Ist das nicht so fertig, wenn er so ein rotierende Metallscheiben vom Himmel regnet? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, keinen besseren Ort, um Sparschutz zu sammeln. Das Ding ist effizienter als jede Schrotflinte. Ja, das Sprengfass wäre jetzt aber schön in der Hand. Ach, ich dachte schon nicht, dass ich werde. Ja, dann bitte. Was sehe. 12 von 12 IDF-Turbinen zerstört. Die Guerilla sind eigentlich völlig egal. Die machen eh nur Quatsch. Ich halte mich fern von dir. Einsteigen oder nicht einsteigen? Gut, nicht einsteigen. Das war ein Fail. Jetzt weg mit dir, du. Oh, man! Noch nicht. Leute, die sowas sagen, steigen meistens wenige Sekunden später als Guerilla ein. Cool. Drei. Die sind mal geile Guerillas. Jetzt auch noch Teleportationsgeräte. No? Nee, gar nicht. Belie- also... B... R...
TFD. Beliebige Range Teleportationsdevice. Englisch. Moment, hier war ja was. Oh Mann, ich muss mir merken, wo ich... So, jetzt nicht mehr. Oh, hier gibt's was Cooles, was man mit dem Fässer machen kann. Wenn die so schlägt... Den Schlag von oben, dann fliegen die nur weit weg, anstatt zu explodieren. So. Das ist ein Kampfwalker! Direkt muss es der kein Typ der feiert, einfach nur abgefuckt viele Raketen. Und er marschiert auch durch die anderen Teile und nicht alles einfach nur. Ja, das ist wie bei GTA gemäß, je höher das Wanted Level ist, desto engagierter verfolgen einen die Behörden. Der hier hat auch keine Sprungfunktion oder Schiffsfunktion, der hat einfach nur laufen, platt machen. Und schießt. Mein Lieblingswalker. Naja, mein zweiter Lieblingswalker. Es gibt nämlich noch einen Walker mit Jetpack. Der Jetpack-Walker kommt mal übel. Mehr Truppen wurden über unseren Auftrag dort informiert. Die Zeit, um das noch abzuholen, hättet ihr eh nicht. Wenn sie jetzt aufgeben, machen sie es nicht nur leichter. Ich bringe Walker gleich mit so einem Versteck. Denn ich glaube, wenn man so eine Sache in einem Versteck bringt, dann bleibt sie auch da. Ich hoffe es jedenfalls. Weil für die nächste Mission kann ich den leider nicht benutzen. Dazu müsste ich zu oft raus. Laufen kann ich auch nicht. Aber ich kann es in die App aufzustellen und gehen. Was? Kohle? Also dieses Kampfwalker, der hält so abgefuckt viel aus, kann man schon fast sagen. Also da ärgert sich die IDF richtig, dass sie denen keinen Piloten gegeben hat. Das Problem ist, die Ziele vor einem sind schnell aufgebraucht. So, jetzt den Versteck suchen. Naja, das wird ein lustiger Marsch. Ja, die Superwindräder halten jeden Raketenschuss stand. Ja, fast geht. Sind wir auch noch mit Gauss-Geschützen auf? Ich frag mich, wie viel... Also, eins finde ich nur merkwürdig an diesem Walker, ja? Sie sind nicht in IDF-Farbe. Warum ist ein Kampfwalker, der nicht für Bergbau da macht, der IDF nicht in den Farben der IDF? In den Farben der Red Faction oder von irgendwem. Also warum sieht er nicht so aus, als wäre er von der IDF?
Klar, zu dumm. Die Kampfrocker gehören den Bergarbeitern. Eine Antwort, andere Antwort wüsste ich jetzt nicht. Oh! Übrigens kann man die Dinger leer räumen, indem man, wenn man... Boah, wie viel Warten hat. Dinger kann man leer räumen, indem man einfach mit elektrischen rausgeht. Wie gesagt, das wird ein interessanter Marsch, weil ich werde mir den Warschwanz von den Fahrzeugen schon mal holen. ups! Geben Sie es auf, dann wird Ihnen nichts geschehen! Ja, ich drehe vielleicht doch nicht um, weil ich habe gerade mal mein Leben gesehen. Und das ist noch ein Stückchen, das ich vor mir habe. Ich wollte gerade sagen, wir kommen nicht mehr so viel von uns. Kapitulation ist Ihre einzige Chance. Naja, ich kann mich doch einfach durchkommen. Oh, ich hoffe, ich verliere den Walker nicht. Sonst... das würde mich richtig ärgern. Jetzt weiß ich, wozu der Treppentransporter mitgekommen ist. Er ist mitgekommen, um die Geschütze der kleinen Fahrzeuge neu zu besetzen. Aber es ist noch nicht das beste Fahrzeug im Spiel. Das beste Fahrzeug ist so ein Panzer, der hat Raketen noch und Löcher. Werden mit allen nötigen Mitteln am Weiterfahren gehindert. Ach, wie gut, dass ich nicht fahre, Leute. Das... Wow. Ich wollte gerade sagen, dieser Walker ist ein Nahkämpfer. Das ist eigentlich aber auch schade, den verstecken gibt es nie in den Walker zu mitnehmen. Ich meine, so ein Kampfwalker. Ja, jetzt bräuchten die Rebellen hier das Catch-Ride-System, dann den Walker reinladen. Und dann geht die Party los. Also das Catch-Ride-System aus Borderlands. Jetzt scannt man ein Fahrzeug ein und dann kann man es beliebig oft wieder erzeugen. Keine Ahnung, wie die Energie dafür hat. Ich kann es kaum erwarten, zurück an die Arbeit. Ist das Ding mal herrlich? Bist du schon mal mit Jack? Nee, Leute, guckt euch mal meinen Umhang an. Ich stecke mir den Fahrzeug an und guck, ob es dadurch besser wird. Okay, Leute, ich speichere ab, statt das Spiel neu und spiele dann weiter. Die Leute schließen sich in Scharen der So, jetzt mal gucken. Welche, den Zermalmer wollte ich mitnehmen. Den nehme ich mit statt dem. Bevor ich jetzt weggehe. Die Behörden haben Gerüchten widersprochen, dass Fahrzeuge der Guerillakämpfer die Grenze von Hagerda. So. Schnellerer Zermalmer. Ich weiß nicht, ob ich Munition nehme oder so. Ja, ich nehme erstmal Munition, weil 21 Schuss ist ein bisschen wenig. Das überquert haben.
Die EDF weist darauf hin, dass die Red Faction auf Partner beschränkt ist und eine solche Operation nicht durchführen könnte, ohne die Streitkräfte zu alarmieren. Weitere Nachrichten. Wir nehmen sie Stück für Stück auseinander. So, jetzt habe ich 35. Östlich der Parker-Siedlung wurde für routinemäßige Wartungsarbeiten vom Netz genommen. EDF-General Bertram Ross hat festgestellt, dass der Aufstand der Red Faction schlecht organisiert ist und kurz vor dem Aussteht. Nach der Eliminierung der Operationsbasis der Guerillakämpfer rechnet General Ross mit einer... So. Ich habe gerade ganz vergessen, weiter zu reden. Spiel speichern. So, da ja schöner Alec Mason Umhangbug da ist, mache ich jetzt aus. Ich werde das hier so als Folge hochladen und bedanke mich fürs Zusehen. Ich werde jetzt noch weiterspielen und schön weiter Sachen in die Luft springen. Ich guck mal, ob ich das so hinkriege, dass das ja auch das Ende einer Folge ist. Also, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.